Dieser Student gehört zu Markus Wippert. Nach 4 Jahren des Studiums können wir nun Einblicke in ein künstlerisches Schaffen bekommen, das noch ganz am Anfang steht. Dabei hat Rafik Jarrah die Zeit an der Akademie intensiv genutzt. In Erbil, im heutigen Irak, geboren, hat er eine traditionelle Ausbildung am dortigen Institut für schöne Künste absolviert. Der Wechsel an die Düsseldorfer Akademie muss für ihn wie das Erlebnis des freien Falls in eine abenteuerliche Welt gewesen sein. Damit meine ich nicht in erster Linie die Entscheidung für eine ihm fremde Kultur, denn Jarrah hat bereits mit seinen Eltern in Schweden und Deutschland gelebt, die deutsche Sprache bereits erlernt. Was die größere Herausforderung für den jungen Studenten war, ist die Arbeitsweise der Akademie. Die Notwendigkeit, sich selbst zu orientieren, die Suche nach dem eigenen Stil, die Konkurrenz unter den Studenten. Dabei muss eine der größten Belastungen das Alleinsein gewesen sein. Kunst ist nicht lehrbar, schreibt Lippertz. Es gibt keine Regeln für die Kunst. Sie entsteht aus dem Menschen. Es ist das Prinzip der Düsseldorfer Akademie, dass die Künstler sich aus sich selbst heraus entwickeln sollen. Lippertz ist zwar von den jungen Studenten damals begeistert, aber während des gesamten Studiums sieht Rafik Jarrah den Professor ganze 4 Mal. Der Austausch mit Kommilitonen funktioniert praktisch gar nicht, denn man versteht sich als Konkurrenten. Die Familie ist weit weg, lebt verstreut in Schweden und Großbritannien. Ja, Rafik Jarrah fühlt sich alleingelassen, ein Studium, das sich so grundsätzlich von der Ausbildung in Erbil unterscheidet, wo er die ständige Anleitung und Begleitung durch Lehrer gewohnt war. Trotzdem, sagt er, habe ich in Düsseldorf viel gelernt. Ich habe nicht von irgendjemandem gelernt, sondern von der Atmosphäre der Akademie. Man muss sich entscheiden, den eigenen Weg zu suchen. Du musst, sagt er, entweder aufgeben oder kämpfen. Rafik Jarrah hat nicht aufgegeben, er hat gekämpft, das ist sein Thema geworden. Ich bin ein Kriegskind, sagt er, und damit hat mich der heute 23-Jährige ehrlich zunächst irritiert. Denn Krieg, das ist für uns doch eigentlich so weit weg. Tatsächlich verließ er mit seinen kurdischen Eltern aus politischen Gründen seine Heimat. Er lernt als Kind die Wirren des Krieges kennen und den Kampf eines Volkes um seine Unabhängigkeit. Wenn er sich an seine Kindheit erinnert, erinnert er sich aber auch an die atemberaubende Landschaft, an die Familie und an die Hähne, die er hatte, zum Teil selbst aufzog. Ich habe sie schon immer als Kind gezeichnet, ich habe die Hähne beobachtet und mich gewundert über die Energie, die sie freisetzen, wenn sie sich im Kampf messen. Die Hähne nehmen fortan Einzug in sein künstlerisches Leben. Zunächst als Motiv für zeichnerische und malerische Studien, auch als Thema für künstlerische Experimente. Schließlich aber ist es zu seinem Motiv geworden, an der er seine eigene künstlerische Sprache gefunden hat. So finden wir hier in der Ausstellung die erste große Einzelausstellung des Künstlers, das Ringen um den richtigen künstlerischen Ausdruck. Er probt und variiert verschiedene Malweisen und Techniken, von der Manie alter Meister über expressionistisch anmutende Farbsetzung, über verfremdende Isolierung bis hin zur Abstraktion. Dabei hat kaum ein Bild nur eine Farbschicht. Das Malen sieht Jarrah als einen Prozess, der auch für den Betrachter nachvollziehbar sein soll. So sind die Bildkanten nicht eingezogen. Hier finden sich die Spuren des Prozesses, hier gibt es Farben zu entdecken, die im eigentlichen Bild gar nicht mehr zu finden sind. Und der Künstler gibt uns mit dieser Ausstellung zugleich einen Ausblick über seine weitere Bildidee. Die kompakte Farbe scheint sich aufzulösen, gesetzte Farbpunkte geben eine vibrierende Fläche, Linien ersetzen kompakte Farbfelder. Wall Street,
nennt er sein neuestes Bild und ich glaube, man braucht nicht lang zu raten, welches das ist. Wall Street nennt er sein neuestes Bild, in der die stolzen Wolkenkratzer verletzlich und fragil erscheinen, die Umrisslinien der kämpfenden Hähne zu zittrigen Kurven der Börse geraten. Es ist diese Linie des Börsenspiegels, der mich an eine Herzfrequenzlinie erinnert, die über Schicksale entscheidet. Alles scheint in Auflösung begriffen, traditionelle Systeme scheinen nicht mehr zu funktionieren. Der Hahnenkampf ist für Rafiq Jarrah zum Symbol geworden. Er ist nicht nur seine eigene Biografie, die dahinter steht. Im Leben musst du immer kämpfen. Doch betreibt Jarrah nicht nur Selbstbespiegelung. Er zielt ab auf den Kampf der Völker, die Serie der wilden Hahnenkämpfe in der Arena, bei der sich die Kontrahenten gegenseitig zu zerpflücken scheinen, nennt der Künstler G1, G2 und so weiter. Das kommt uns, denke ich, doch bekannt vor. Die berühmten Gipfeltreffen, bei denen die Geschicke der Welt geleitet werden sollen. G5, G6,